Hi, ich bin Alex. Seit 2018 lebe, reise und arbeite ich mobil. Allerdings reise ich nicht alleine. Und deshalb möchte ich in diesem Video gerne die Frage beantworten. Bin neu auf dem Kanal. Seid ihr ein Paar? Wenn ja, warum in zwei Fahrzeugen? Damit du den gesamten Entwicklungsprozess hin zu zwei Fahrzeugen verstehen kannst, lass mich kurz ausholen. In Svenlife bin ich vor 6 Jahren gestartet. Alles fing mit einem kleinen selbst ausgebauten Opel Vivaro an. Aus meiner Sicht ein super Fahrzeug, was genau die richtige Größe hat, um viel reisen und sehen zu können. Im Herbst 2018 hatte ich Kati kennengelernt, die vorher eigentlich überhaupt nichts mit Vanlife zu tun hatte. Aber wie das so ist, wenn man sich gerade kennengelernt hat, man probiert auch mal verrückte Sachen miteinander aus. Also sind wir noch im selben Jahr über Weihnachten mit dem kleinen Vivaro zu zweit ans Nordkap gefahren. Hin und zurück waren wir etwas über 2 Wochen unterwegs. In so einem kleinen Fahrzeug bei zum Teil minus 18 Grad eine echte Herausforderung. Unser Weihnachtsbaum leuchtet immer noch. Da hinten haben wir heute geschlafen, wo man die Lichter sieht. Da wir das aber zusammen gemeistert hatten, entschieden wir uns 2019 dafür, ein größeres Fahrzeug zu organisieren und für längere Reisen zu planen. Gesagt, getan. Fahrzeug gefunden, mega schnell ausgebaut und ab dafür. Zuerst haben wir an unterschiedlichsten Plätzen in Deutschland versucht, freizustehen. Aber was soll ich sagen, Deutschland ist, was das Thema Freistehen angeht, nicht ganz so optimal. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, einfach nach Kroatien zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt gab es dort noch nicht an jeder Ecke Verbotsschilder und man muss wirklich sagen, dass Kroatien eine wunderschöne Küste hat. Da aber auch der Winter vor der Tür stand und wir eben immer noch keinen Plan vom Vanlife hatten, dachten wir, es würde mehr Sinn machen, irgendwo hinzufahren, wo es im Winter auch einigermaßen warm und sonnig ist. Also sind wir kurzerhand von Kroatien einmal quer durch Europa nach Portugal gereist. Innerhalb von knapp einer Woche. In Portugal haben wir schließlich auch überwintert. Bei schönem Wetter kommt man aus meiner Sicht auch zu zweit gut mit den 3 Quadratmeter Raum zum Bewegen in einem Sprinter klar. Bei kurzen Tagen, kühlen Abenden und zum Teil mehreren Wochen mit Dauerregen kann das allerdings extrem anstrengend werden. Und wir haben so auch schnell festgestellt, dass das keine Lösung sein kann. Als wir uns den Sprinter zulegten, hatte ich zum Glück den kleinen Vivaro noch nicht verkauft. Da Kati zudem noch ein paar Sachen in Deutschland zu erledigen hatte, flog sie von Spanien zurück, klärte alles, machte den Vivaro wieder startklar und kam damit zu mir nach Portugal. Sprechen wir an dieser Stelle kurz über die Nachteile von zwei Fahrzeugen. Eigentlich gibt es nur einen wirklichen Nachteil und zwar die Kosten. Du zahlst doppelt Steuer, doppelt Versicherung, doppelt Sprit und doppelt Maut. Wenn du gerne auf Bezahlplätzen stehst, zahlst du dort natürlich auch doppelt. Außerdem gibt es zwei Fahrzeuge, die tendenziell irgendwann in die Werkstatt müssen. Das sind definitiv negative Aspekte, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man sich als Paar für diese Lösung entscheidet. Irgendwann während Corona, als wir in Deutschland im Dauerregen standen und alle Schwimmbäder, in denen man sonst hätte duschen können, geschlossen waren, entschieden wir uns für eine neuere Lösung, um etwas komfortabler für beide Seiten aufgestellt zu sein. Da ich zu diesem Zeitpunkt täglich zur Arbeit ins Büro musste, war mir ein Badezimmer bzw. eine Dusche wichtig. Also machten wir uns auf den Weg, einen fertig ausgebauten Camper zu suchen. Die Idee war, dass wir alle Fahrzeuge verkaufen und zusammen in das neue Wohnmobil einziehen. Auch hier will ich ehrlich sein, es gibt sicherlich Menschen, die 24/7, 365 Tage im Jahr auf allerengstem Raum koexistieren können. Wir gehören aber leider nicht dazu. Kati und ich sind in vielen Dingen sehr unterschiedlich. Das fängt beim Schlafverhalten an und endet bei der generellen Ruhe zum Arbeiten oder um überhaupt an anstrengenden Tagen aufs Leben klarzukommen. 2 Jahre des gemeinsamen Reisens hatten uns gezeigt, dass wir eigentlich gut miteinander klarkommen, solange wir auch einfach mal Zeit für uns haben konnten. Somit entschlossen wir uns, dass wir nur den kleinen Vivaro verkaufen. Kati wollte gerne Stehhöhe haben und so kamen wir zu der Lösung mit 2 3,5 Tonnen Fahrzeugen, in denen jeder auch seine eigene kleine Welt hat. Rund 10 Quadratmeter, in denen man einfach alleine sein kann, ob Regen, Kälte oder was auch immer. Wir reisen nun also seit 2018 in unterschiedlichsten Konstellationen zusammen. Das funktioniert für uns auch nur wegen der Vorteile, die die Konstellation mit 2 Vans aus unserer Sicht mit sich bringt. Dazu kommen wir jetzt.
Zuerst die Frage, warum nur 3,5 Tonnen und nicht einfach ein großes Fahrzeug mit mehr Platz? Der große Vorteil bei 3,5 Tonnen ist einfach, dass du bestimmte Straßen, Brücken oder auch Orte nur mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen befahren darfst. An viele Plätze wären wir mit einem LKW erst gar nicht gekommen. Bei zwei Fahrzeugen ist es oft wesentlich einfacher, mal den Einkauf zu erledigen. Einer fährt, während der andere trotzdem arbeiten kann oder was auch immer man gerade machen möchte. Durch die zwei Fahrzeuge kann man sich auch auf bestimmten Plätzen etwas abschotten und hat, wenn man es denn möchte, immer eine kleine private Ecke. Wenn beide mal für eine kurze Zeit eine komplette Auszeit voneinander brauchen, ist das einfach problemlos möglich. Jeder hat sein eigenes Zuhause, keiner muss auf irgendwas verzichten und es hat nicht diesen merkwürdigen Beigeschmack. Kathi bekommt öfter mal Besuch von ihrer Mom aus Deutschland. Ihre Mom schläft dann im Van und soweit ich auch dabei bin, Kathi dann für die Dauer mit mir zusammen in meinem Fahrzeug. Schließlich ist es aber in erster Linie so, dass wir beide arbeiten. Dabei braucht jeder so seinen eigenen Bereich. Durch die Zwei-Van-Lösung ist dieses Thema wirklich wesentlich einfacher geworden. Wir verbringen trotz zwei Vans extrem viel Zeit miteinander. Aber ebenso ist es möglich, dass man sich einfach mal zurückzieht und etwas für sich macht. Außerdem haben die Hunde ausreichend Platz und sind ebenso auf die Fahrzeuge verteilt. Während Kathi ganz zu Beginn absolut nicht von meiner Idee mit zwei Fahrzeugen begeistert war, würde heute keiner von uns beiden eine andere Lösung bevorzugen. Man muss eben auch bedenken, dass sich unser ganzes Leben hier abspielt und das nicht nur für einen kurzen Urlaub oder ein Jahr Auszeit. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Ausführungen vielleicht nicht nur die Frage beantworten, sondern auch dem ein oder anderen Vanlife-Paar weiterhilft, was ebenfalls Vanlife macht, vielleicht öfter ungewollt miteinander in Konflikt gerät und keine wirkliche Lösung findet. Und das ist im Prinzip für uns das ganze Geheimnis gewesen, um zu sagen, okay, viele Konflikte lassen sich dadurch vermeiden, dass auch jeder einfach mal in einem geschlossenen Raum Zeit für sich verbringen kann, ohne dass einer spazieren gehen muss oder irgendwas dergleichen. Dabei sei auch noch hinzugefügt, dass Kathi eigentlich immer kleine Autos gefahren ist und selbst der Vivaro für sie eine Riesensteigerung vom Fahrzeug her war, obwohl der halt mega übersichtlich ist und ich weiß nicht, wie viel Tonnen er gehabt hat, aber weit entfernt von 3,5 Tonnen und Kathi inzwischen eigenständig den Sprinter fährt. Das bedeutet auch für diejenigen unter euch, die vielleicht sagen, naja, so ein großes Auto alleine fahren und. Also wir unterstützen uns oftmals, wenn es darum geht, irgendwo rückwärts zu fahren oder wenn irgendeine komische Situation auftritt, wo der eine sich ein bisschen überfordert fühlt, dann unterstützen wir uns, weil wir halt auch die meiste Zeit eigentlich zu zweit gleichzeitig irgendwie die Strecke zusammen zurücklegen. Und so funktioniert das eben. Und im Zweifelsfall, wenn Kathi wirklich irgendwo nicht weiter weiß, dann fahre ich den Sprinter irgendwie rückwärts raus oder irgendwas dergleichen. Also es gibt immer irgendeine Lösung. Und ich muss sagen, ich würde es tatsächlich heute nicht mehr anders machen als mit zwei Vans, wo jeder für sich eigene Möglichkeiten hat und das Ganze ein bisschen entzerrt. Ja, and that's it. Dann natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wenn Fragen sind, dann ab damit in die Kommentare. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, lass es dir gut gehen, wo auch immer du lebst oder reist. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.